Konrad Homfelds letzter Ritt im Finale war von keinen größeren Problemen geprägt. Mr. T stand recht gut an den Hilfen, zeigte trotz des geleisteten Pensums keine sichtbaren Müdigkeitserscheinungen und blieb ohne Abwurf. Als Endresultat notierten die Richter für Konrad Homfeld 8 Punkte. Der Amerikaner hatte damit schon die Silbermedaille gewonnen, denn Nick Skeltons Punktzahl betrug 10. Wobei es auch blieb, weil Abdullah unter ihm zum dritten Mal ohne Fehler ging. Der 15-jährige Schimmelhengst hatte im Finale nur einen Abwurf und war als charaktervoller und nobler Vertreter einer alten deutschen Edelzucht bestes Pferd der Weltmeisterschaft. Mit Apollo geriet Pierre Durand noch tiefer in die roten Zahlen. Zwei Fehler summierten sich mit den zuvor gemachten schließlich zum Endstand von 32 Punkten. Mehr hatten 1955 und 1966 mit 40 bzw. 35 ein Viertel nur der Engländer Ronnie Dallas und der Brasilianer Nelson Pessoa zusammengebracht. Als Gail Greenough auf Chapelou de Luce zum letzten Ritt startete, wusste sie, dass sie sich einen Abwurf leisten konnte und dann trotzdem den Titel gewinnen würde.
Sie leistete sich keinen und wurde mit der Idealnote 0, die zuvor nur Norbert Kof 1982 in Dublin erreicht hatte, Weltmeister der Springreiter. Nachdem die Reiterin 1965, 1970 und 1974 in derartigen Championaten unter sich waren, ist nun eine Überraschung mit sensationellem Touch perfekt. Zum ersten Mal seit 1978 gewinnt eine Amazone im Kampf gegen männliche Konkurrenz den Titel des Weltmeisters. Gail Greenough aus Kanada, 26 Jahre alt, in der kleinen Stadt Kings City nördlich von Toronto zu Hause und erst seit 1983 für ihr Land bei internationalen Anlässen im Sattel. Gail Greenough begann ihre reiterliche Laufbahn in der Dressur, wechselte dann zum Springsport und hatte in den Juniorenprüfungen Nordamerikas schon bald beachtlichen Erfolg. Zwischendurch studierte sie Werbung und Kunstgeschichte, setzte aber gleichzeitig konsequent ihre sportliche Karriere fort, die sie mit dem Gewinn der Weltmeisterschaft schon früh krönte. Und da die durch Mr. T zustande kam, fällt ihr Glanz nicht nur auf Gail Greenough und Kanada, sondern auch auf das hannoversche Zuchtgebiet. Sie sagt also, dass Apollo ihr die meisten Probleme gegeben hat, aber das Sattelduche sie auch sehr schwierig und sehr ausdrücklich gewesen ist. Aber sie hat es gemeistert. Sie ist mit null aus dem Parcours herausgegangen. Noch einmal Congratulations and good luck for us all. Gefeiert wurde am 13. Juli 1986 aber nicht nur Gail Greenough.
Gefeiert und offiziell vom Sport verabschiedet, wurde an diesem Tag auch der erfolgreichste Springreiter der Welt, Hans-Günther Winkler, der 1954 in Madrid und 1955 in der Sears Weltmeister wurde und von 1956 bis 1972 5 olympische Goldmedaillen gewann. In seiner einmaligen Art feierte das Aachener Publikum den Altmeister des Springsports ebenso wie die junge kanadische Championess und alle Reiterinnen und Reiter, die während der Weltmeisterschaftstage mit ihren Pferden über die Springbahn in der Sears gegangen waren.